Architekten ist ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Wir machen von der Planung, Bauleitung, Ausschreibung und auch mittlerweile auch Beratung im Bereich BIM an sich das komplette Portfolio. Sind da sehr gut aufgestellt mit einem jungen Team. Aktuell haben wir ein großes Krankenhausprojekt in Chemnitz. Das ist das größte Krankenhaus im Osten mit 1700 Betten. Wir betreuen da die Umstrukturierung des Perinatalzentrums und der Frauenklinik. Das ist ein ca. 25-Millionen-Projekt. Wir hatten das Problem, unser alter Softwarepartner, die haben uns BIM-Software verkauft und wussten selber nicht, was es ist. Und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. Und wir brauchen einfach jemanden, der uns mal erklärt, was ist das, der uns darauf schult. Da haben wir uns umgeguckt und haben dann nach intensiver Recherche uns für das CAD-Studio entschieden und sind bis heute da glücklich mit. Wir sind jetzt ja seit 5 Jahren da zusammen. Es ist auch da sehr familiär. Wir haben das komplette Autodesk-Paket an sich für die Architektur. Und wir haben zusätzlich jetzt das Parameter-Tool implementiert bei uns im Haus. Das Besondere am Parameter-Tool ist, dass ich, egal welches Bauteil ich habe oder welche Kategorie, ich die verschiedenen Qualitäten einstellen kann. Also ich könnte jetzt auch ein Fassadenelement, was sonst eigentlich zur Kategorie Wand zählt, als Fenster deklarieren und habe dann hinterher den Vorteil, dass ich da anders Qualitäten hinterlegen kann und das anders zuordnen kann. Und ich stelle halt auch mehr Parameter ein. Man kann halt schon sofort Daten von den Fachplanern einarbeiten und ist damit halt wirklich effektiver. Das kommt hinterher das in der Ausschreibung und irgendwann mal auch auf der Baustelle an, was wir uns im Entwurf mal gedacht haben und was dann halt manchmal sonst leider im Planungsprozess dann verloren geht. Und das ist schön, ja. Die Mitarbeiter fühlen sich auch wohl. Das ist das Wichtige, dass denen direkt geholfen wird und nicht erst 2 Wochen später. Und das finde ich halt wichtig, dass man da einen Partner hat, der auch an einen denkt, der mal sagt, du hast mich jetzt zwar nicht gefragt, aber ich gebe dir trotzdem vorher die Antwort. Und deswegen sind wir froh, dass wir da sind.